So, und das passiert nur, wenn wir hier reingehen. Das heißt dann wiederum, wir gehen da zuletzt rein. Logisch. Und deswegen ist das so ein nicht wirklich Umweg. Der Umweg war jetzt eher, den ich am Anfang gemacht habe, um die Schrotflinte zu holen. Obwohl ich das hätte nicht müssen, weil ich muss ja nicht gegen Mr. X kämpfen. Es hat mir nicht wirklich was eingebracht. Also deswegen, ich würde es euch abraten, tut es lieber nicht. Lauft einfach weg, weil der lässt keine Waffenmodifikation fallen, also Verbesserung, sag ich mal. So, jetzt ist es oben auf. So, nur deswegen haben wir diese blaue Karte geholt. Da können wir eh nicht rein, meine ich. Oder? Ich meine, da können wir nicht rein, weil die von innen gesperrt ist, die Tür, ne? Hab ich das richtig in Erinnerung noch? Ich glaube ja. Ja, von der anderen Seite, genau. Gesperrt, von der anderen Seite gesperrt. Nee. So, ach ja. So, komisches Einhorn-Ding. Hätte ich das was vergessen, ne? Ja, bla bla. Achso, ja. Oh. Ich hab vergessen. Krass. Wer allerdings diesen Schlüssel da versteckt hat. Das weiß keiner. Ah, fuck! Oh, natürlich bin ich auf Gefahr. Komm schon. Ist er tot, ja. Schnell. Memoiren lesen. Da ist der Code. Oh. Klar. Ah, die Gedärme hängen raus. Ja, ich habe ein kleines Schlüssel benutzt. Ja, es ist mir jetzt zu gefährlich, um... Das war knapp. Ich glaube, den Biss hätten wir uns nicht leisten können. So, laut meiner Karte. Ich glaube, ja, genau, der Schlüssel ist für diese einzige Tür da an der Ecke. Und da drin ist Gott sei Dank ein Spray. Huhuhu. Das wäre auch krass, wenn da keins wäre. So, und das sind diese Fenster. Wir können dafür ein Kabel finden, aber ich habe keinen Plan, wo das scheiß Kabel ist. Und das interessiert mich auch nicht, weil ich dieses System überliste, ja. Mhm. Oh. Das wäre natürlich krass, wenn jetzt hier auch noch Zombies drin wären. Okay, nehmen wir mit, weil, keine Ahnung, just for fun, wir brauchen die eh nicht, weil... Ich kriege das auch ohne Speicher hin. Ja, ja, schick die Leiter. Oh yeah. Lustig ist, Herr Romero, der, ich würde sagen, Erfinder von Zombies schon fast, ja. Wer natürlich Night of the Living Dead kennt, kennt Romero, weil er hat quasi... Ich glaube wirklich, er hat Zombies erfunden. Ich meine, vorher gab es keine wirklichen Zombies. Also nicht so krass, so wie... Doch, ich glaube, er wirklich hat die Zombies erfunden. Auf jeden Fall der Godfather of
Zombie-Filme, hat für Resident Evil 2 in Japan sogar Werbeclips gemacht. Also Werbung im Sinne von jetzt die Werbeclips gedreht im Sinne von die Werbung selber für den Fernseher. Also Fernsehwerbung. Also er stand da zur Regie und hat da auch quasi die Clips selbst gedreht mit alles. Fun Fact ist auch zum Beispiel ist, die Filme. Als Resident Evil Fan hasse ich diese Filme abgöttisch, weil ich erschrecke mich jedes Mal. Jedes Mal. Ich hasse diese Filme abgöttisch, weil die sind einfach nur, ich verstehe nicht, wie man aus sowas, was eigentlich schon selbst quasi ein Film ist, ja, es schafft einfach nur zu, keine Ahnung, so, ich weiß nicht. Die haben es einfach geschafft, die Filme so schlecht wie möglich umzusetzen. Und zwar so schlecht wie möglich. Also die haben sich irgendwie Mühe gegeben, die schlecht zu machen. Glaube ich. Ich glaube das wirklich. Vom ganzen Herzen glaube ich, dass die sich Mühe gegeben haben, diese Filme schlecht zu machen. Hui. Was haben wir da? Einsatz bricht eins. Bla. Bla. Bla bla. 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 Bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Blablabla. Okay. So, da erfahren wir, wie die Licker, glaube ich, ihren Namen bekommen haben. Wie gesagt, ihr könnt euch das selber durchlesen. Hier hinten ist noch eine Mission. Ja. Und, weil ich verstehe nicht, wieso Mr. Wie ist der? Andrew W. Irgendwie Blabla W. Anderson hieß der, glaube ich, der Regisseur von den Resident Evil Filmen. Weil mit Mila, ich kann nicht Schauspieler Jolovic oder wie ich sie einfach mal nenne, Mila Jolo. You only live once, so let's just rape childhood memories of Resident Evil. Denn das Lustige ist, Herr Romero hat nämlich, also Capcom, weil Resident Evil wurde von seinen Filmen inspiriert. Jetzt müssen wir uns vorstellen, das heißt, damals. Der kleine Hurensohn bei Capcom war ein großer Fan von Zombies und hat schon gedacht, hey, boah, diese geilen Zombie-Filme, ich meine, Night of the Living Dead, Dawn of the Living Dead, Day of the Dead, die sind so cool. Hey, ihr solltet so ein Spiel in der Art machen, ja? Resident Evil, der Godfather of Survival Horror, hat Inspiration vom Godfather of Zombies gekriegt, ja? Weil er die Filme mochte. So. Und hat sich Capcom damals gedacht, hey, wir fragen den mal, vielleicht hat der Bock. Ja, vielleicht hat der Bock, einen Film zu machen. Da hat er denen ein Skript geschickt, quasi ein Vorschlag für ein Skript, ja. So, und in dem Skript, ich muss sagen, also der Film hätte mir auch nicht ganz gefallen, weil das auch nicht so ganz Resident Evil gewesen wäre. Aber, das wäre auf jeden Fall näher dran als an Resident Evil, als der Film jemals war. Und sage euch auch natürlich, worum es geht in den Filmen. Moment, erstmal. Moment, wir tun erstmal hier alles befreien. Was befreien? Was ist das? Boah, was red ich da? So, Farbmann, nehmen wir mit, ja. So, hier drin wären alternative Kostüme. Problem ist, ich weiß nicht, woran es liegt oder wieso. Aber in der deutschen Version, ich glaube, vielleicht liegt es auch einfach nur an, ich weiß nicht, oder es war einfach nur ein Bug, aber dafür muss man mit Claire, wenn man am Anfang läuft, also mit Claire A oder Leon C, sage ich mal, oder Leon A, weil man läuft da quasi den gleichen Weg sozusagen, ups, Spoiler, auf jeden Fall darf man keine Munition aufheben, gar nichts mitnehmen. Wenn man nichts mitnimmt und dann hingeht und an Polizeirevier ankommt, ist dann Brad Vickers. Falls ihr noch wisst, der Pilot aus Resident Evil 1 ist nämlich dann da zu sehen. Und zwar unter der Brücke und direkt am Polizeirevier, so ein kleiner Untergang, sag ich mal, ja. Direkt am Polizeirevier, wo wir in der Haupthalle waren, wo wir die Haupttür rausgehen quasi. Und da ist nämlich Brad Vickers, der Pilot aus Resident Evil 1, der den Hubschrauber weggeflogen hat. Und der ist da als Zombie eben. Für die Resident Evil 3 gespielt haben, die sollten vielleicht wissen, wieso er ein Zombie ist. Und der, wenn man den erschießt, kriegt man diesen Spezialschlüssel für diesen Spezialschrank. Und dann kann man eben
sich ein Kostüm auswählen, so ein Spezialkostüm, ja. So, das haben wir natürlich nicht, weil ich habe es mit Claire nicht hingekriegt und deswegen ist die Tür nicht auf. Dann müsste ja die Tür für mich auf sein, ist sie aber nicht. Ich weiß nicht, ob man in Leon B, wenn man nichts aufhebt und direkt dahin geht und den erschießt, dann eben auch den Schlüssel kriegt oder nur wenn... Das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, aber das müsstet ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr den Schlüssel haben wollt. Für ein Spezialkostüm. Ich habe es jetzt leider nicht gemacht, da sind auch nur zwei Kostüme, glaube ich, drin. Aber ihr könnt es ja mal machen. Schadet nicht. Egal, hoch. Geht jetzt hoch. Auf jeden Fall so, dann hat der Romero eben ein Skript geschrieben für Resident Evil, der Film. So, im Skript geht's im Endeffekt um Oakley Mansion Incident, also um Resident Evil 1. Und zwar, es geht wirklich um Resident Evil 1. Kein Drumherum, kein Bla, kein gar nichts, es ist Resident Evil 1. So, das einzige Problem ist, es gibt ein paar Änderungen. Da wurden zwei Charaktere, glaube ich, dazu gedichtet, die quasi im Stars-Team waren. Es geht auch mehr um das Bravo-Team, was ich auch cool finde, quasi. So ein bisschen Resident Evil Zero mit dabei, sag ich mal. Und das Tolle ist eben, es ist ziemlich nah an der Story. Zum Beispiel Chris ist natürlich ist leider kein Bulle mehr, sondern nur ein Bauer. Lustig eigentlich. Aber es ist, wie gesagt, es dreht sich trotzdem um die Zwischenfälle. Es ist immer noch im Haus. Es ist Resident Evil noch, wie es sein sollte ungefähr. Wie gesagt, sagen wir es so. Bei der Romero-Version sind 10% Fantasie, 90% Resident Evil-Fakten. Ich finde, ich fände sogar, um ehrlich zu sein, 25% Fantasie vom Regisseur, weil ich finde, das ist schon trocken, wenn man das wirklich nur so macht, weil das ist ein Regisseur, meine Güte, der darf sich auch mal ein bisschen entfalten, ne, seinen Style reinbringen und etc. So, sagen wir mal so, 25% Fantasie und sagen wir mal 75% dann eben Fakten aus dem Spiel. Das fände ich als akzeptabel für eine Spieleverfilmung. Ihr könnt mir gerne in den Comments schreiben, wie ihr das empfindet. Ich empfinde das auf jeden Fall so als mehr als okay. Weil eine Verfilmung ist da, wenn etwas verfilmt wird, dann geht es eher um das, was verfilmt wird, ums Original. Dass es einfach nur als Film dargestellt wird. Und nicht um was anderes. Weil wenn sonst kann man es auch anders nennen, dann hat es ja nichts mehr mit dem Ursprung zu tun, wenn es ganz andere Story ist. Und deswegen fand ich es cool, weil bei Herrn Romero war es, wie gesagt, weil Herrn Romero war es, wie gesagt, 10% würde ich sagen, jetzt von, ich weiß, ich müsste mal eingeben, Romero Skript, Resident Evil 1, ich hab's mal irgendwo gelesen, das ist länger her. Auf jeden Fall war es noch wenigstens akzeptabel, ja. Aber bei... Oh, ich habe eine Karte. Ach ja, ich muss in die Bibliothek rein. Das stimmt. Ne, da gehen wir ja nicht rein, natürlich. Wo war ich jetzt? Genau. Auf jeden Fall, das ist natürlich doof und ich finde das schade, dass es nicht so gehandhabt wurde. Aber naja, man soll machen. Wie gesagt, Romero, ich sag mal 25% seiner Fantasie, was ich, wie gesagt, für vollkommen okay finde. Weil, ne... solange 75% Fakten sind aus dem Spiel, weil ich habe auch den Film geguckt, weil ich Resident Evil sehen wollte und nicht Mila Jovovich möchte gern Acting Career, ja. Sorry, Mila Jovovich meine ich. Wo war ich jetzt wieder? So, auf jeden Fall die Resident Evil Filme und ich glaube, das ist noch großzügig von mir, es sind 10% Resident Evil Fakten und das ist großzügig, denn ich bezweifle, dass es 10% Fakten aus Resident Evil sind. Oh, hier, Magnum für uns. Ich glaube, Claire kriegt einen Raketenwerfer oder sowas. Oder Granatwerfer auf jeden Fall. Und ich finde das traurig, weil sollten eigentlich eben, wie gesagt, 25% Fantasie sein und nicht 10% Fakten aus dem Spiel. Und die Resident Evil Filme sind wirklich 10% Fakten. Also wer die gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Wer die nicht gesehen hat, guckt sie euch an. Und naja, ich finde es schade. Es war... Als ich damals davon gehört habe und irgendwie den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich, cool, Resident Evil, geil, das habe ich gespielt damals, boah, das ist so geil. Endlich haben die es verfilmt, boah, haben die lange gedauert, ey, ich habe ja lange gewartet drauf, ne. Und, sagen wir mal so, ich habe Resident Evil 1 mit 12 gespielt, damals,
Und der Film kam, glaube ich, raus, wo ich 16 oder 17 war.